Es ist wieder Zeit für eine neue Beta von iOS 13. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, iOS 13.2 Beta 4 ist gestern gelandet auf den Geräten und bringt sehr überschaubare Neuerungen. Ähnlich schon wie bei der Beta 3 konzentriert sich Apple hier hauptsächlich auf Stabilitätsupdates und kleinere Bugfixes und das ist auch völlig klar und völlig natürlich, warum das so geschieht, denn das Final Release ist nicht mehr allzu weit in der Ferne. Schauen wir erstmal, wie groß war denn das Update? Bei mir kam das hier auf dem iPhone 7 mit knapp 100 MB an, also eine sehr überschaubare Größe. Ich hatte auch hier frei 70,63 Gigabyte vor dem Update und nach dem Update waren es 69,71, also ich habe ein bisschen was verloren, aber völlig egal, das schwankt ja immer ein bisschen mal hoch, ein bisschen runter, alles in Ordnung. Was ich aber weniger in Ordnung oder sagen wir mal merkwürdig finde, ich habe im letzten Video ja gesagt, hier iOS 13.2 Beta 3, ein Mysterium, denn es gab keine großartigen Release Notes. Normalerweise schreibt Apple ja immer, das und das und das hat sich geändert, das haben wir gefixt, diese Bugs wurden behoben und so weiter und so fort. Und bei der Beta 3 haben sie das schon nicht getan. Da war ich ja schon ziemlich verwundert, aber ja, nicht nur hier bei der Beta, nee, das hier war noch die Beta 2, nicht nur bei der Beta 3 haben sie das getan, sondern auch bei der Beta 4. Da gibt es keine Release Notes, da steht nur Bugfixes. Also Apple hat uns da nicht mehr allzu viel zu sagen, denn die neuen Features wurden ja bereits mit der Beta 2 eingeführt und jetzt wird hier noch ein bisschen im Hintergrund poliert, denn das Release, ja, ihr könnt euch das Datum schon mal leicht im Kalender anstreichen, wird voraussichtlich so, ja, um den 29.30. stattfinden. Davon gehe ich mal ganz stark aus, denn es gibt da deutliche Hinweise, denn Apple liefert am 30. Oktober die neuen Beats Solo Pro Kopfhörer aus. Und wenn man sich das mal durchliest, dann steht bei den Kopfhörern dabei, dass die iOS 13.2 absolut brauchen, um zu funktionieren. Und logischerweise werden sie dann schauen, dass natürlich zum Release der Beats Solo Pro Kopfhörer dann auch iOS 13.2 am Start ist. Also merkt euch schon mal vor, wenn auch ihr so scharf auf das Update seid wie ich, 29., 30., da wird es wahrscheinlich aufschlagen, nächste Woche, hoppla, Dienstag oder Mittwoch. Tja, und wir können dann nur hoffen, dass ja dieses 13.2er Update, wenn es öffentlich wird, endlich diese Quälerei mit iOS 13 ein klein wenig beendet, denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich habe es ja bereits gesagt, für mich gibt es da einfach noch zu viele Bugs, die mir auch echt hier im täglichen Gebrauch ja, irgendwie ganz schön auf den Keks gehen und mein Nutzungserlebnis deutlich schmälern. Das habe ich bisher noch so stark noch mit keiner iOS-Version gehabt, wie hier mit iOS 13. So, aber natürlich wäre ein Video hier nicht vollständig, ohne dass wir nochmal kurz auf den Geekbench schauen, Freunde. Hier habt ihr die Werte des Geekbench bei iOS 13.2 Beta 4, 3582 und 6089 Punkte im Multicore-Score. Und das heißt für uns, wenn wir mal auf die Beta 3 schauen, ja, da hat sich kaum was verändert, also ganz, ganz minimale Änderungen. Nicht der Rede wert, auf jeden Fall, wir sind nicht mehr unter die 6000er-Marke gefallen, was ja eine sehr wichtige Sache ist. Und das wäre es auch schon gewesen, Freunde. Mehr kann ich euch zu der Beta 4 leider nicht erzählen, denn mehr gibt es einfach nicht. Also freut euch drauf, 29., 30. Oktober, dann kommt 13.2 für uns alle raus. Und hoffentlich dann mit all den Bugfixes, die wir jetzt uns so sehr noch ersehnen und erwünschen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Dann geht es mit Sicherheit weiter mit 13.1 und der Beta 1. Also, macht's gut!